Servus Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge von Alien Isolation. Wir haben aufgehört und zwar im letzten Teil sind wir abgesprengt worden mit dem Labor. Das Alien müsste jetzt eigentlich von Bord sein, wir haben es aber noch zurückgeschafft zur Raumstation und ja, sind jetzt hier im Marshall-Büro und wollen uns das erklären lassen. Wenn es überhaupt hier hinging. Ne, hier ging es noch nicht hin, wir müssen noch eins weiter. Ah ja, genau, wir sind zum Abspeichern hierher gekommen. So sieht's aus. Wir müssen hier mit rein. Wir haben auch dieses schöne Teil hier gefunden. Eine Pumpgun. Ich denke, dass wir es jetzt wieder vermehrt mit Androiden und Menschen zu tun bekommen werden. Jo. Ja, und ich denke, es wird auch noch mal ein Alien auftauchen. Also so naiv bin ich auch nicht, dass wir das so einfach losgeworden sind. Ripley, Ricardo hier. Sie haben es geschafft. Nicht dank Waits. Der ist ein skrupelloses Dreckschwein. War er schon immer. Und stur. Wenn er jemals auf mich gehört hätte, wäre es nie so weit gekommen. Es ist passiert. Tut mir leid, dass das mit der Abregelung vorhin schief ging. Kein Thema. Sie haben mich am Ende ja noch da rausgeholt. Ich treffe Sie dann im Büro. Naja, der Ricardo hat mir noch geholfen. Der Waits hätte mich einfach verrecken lassen. Okay, da sind Menschen. Plünderer. Vorsicht, Leute, das Gesicht kenne ich nicht. Oh, fuck. Sind oh, willkommen. Ich gehe schon wieder. Tschüss. Aber ich muss hier weiter. Ich bin doch schon weg. Ihr könnt mich gar nicht mehr sehen. Was? Ich könnte mich hier gar nicht treffen, oder? Ein Eindringling. Ich muss mir jeden Schuss sparen, ne? Der sagt ganz klar, ich muss hier weiter. Hat das hier was mit dem Roboter auf sich? Da brennt auch alles. Ich öffne das Sicherheitsgitter der Galerie. Ah ja. Oh oh oh, jetzt aber schnell weg. Ja, was machst du denn jetzt hier? Vielleicht sollte ich dem mal nachgehen. Ja. Schau her. Gut gelöst. Und hier parken die sich und laden die sich auf. Revolvermunition haben wir bereit. Und hier geht's weiter. Okay. Was haben wir hier? EMP Version 2. Cool. EMP Mine. Ist ja alles schön und gut, aber mir fehlen Ladungspacks, meine ich, waren das. Bleiben wir mal beim Revolver vorerst. Komponenten, Sensoren haben wir. Was ist hier noch? Bindemittel, cool. Ich habe schlechte Nachrichten. Etwas stimmt nicht mit den Androiden.
Mit den Androiden stimmte was nicht, seitdem ich hier angekommen bin. Ja. Nein, das ist was anderes. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe eben einige von ihnen in einem öffentlichen Bereich entdeckt. Das ist nicht normal. Toll. Super. Passen Sie auf sich auf. Androiden. Hm. Aber die halten ja ziemlich viel aus. Da habe ich ziemlich viel schießen müssen, bis ich da einen niedergestreckt hatte. Und so viel EMP-Minen habe ich auch nicht. Genau. Eine. Und ob mir mein Betäubungsstab hier überhaupt was hilft? Warte mal, Ladungspack ist voll. Ah. Dann bauen wir jetzt gleich nochmal hier so eine EMP. Jawohl. Ich denke, die werden uns hier wirklich von sehr großem Nutzen sein. Außerdem können wir hier noch gleich mal wieder was sammeln. Was bist du hier? Was geht ab? Speichern wir schnell. Ja. Und jetzt möchte ich schauen, was hier unten noch drin ist. Dach. Wait, Ripley hier. Was ist mit den Androiden los? Ich habe keine Ahnung. Und was ist mit der Änderung der Gefahrenstufe? Hier geht's halt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche Samuels zu kontaktieren. Vielleicht weiß er, was zum Teufel Apollo hier anstellt. Na, er hat sich selbstständig gemacht, denke ich mal, ne? Die KI. Hopp. Aha. Ausweiskarte. Und hier Strom wiederherstellen. Sehr gut. Cool, cool, cool. Gehen Sie zum Marshallbüro zurück. Hört ihr das? Das geht ab. Wow! Was ist hier passiert? Wow, die Androiden flippen gerade total aus. Der hat mich sogar voll erwischt, der Typ. Und gleich nochmal ein Medikit reinhauen. Was war los, ey? Ein Schuss und... Stimmt ja nicht. Nein, 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 nein! Boah! Kommt da jemand in meine Richtung von denen? Ach, da liegt einer! Der wollte noch abhauen! Revolvermunition hat er, hat's nicht geschafft. Die flippen gerade total aus. Er sagt, ich muss hier durch. Da liegt auch noch meine Knarre. Genau vor mir bewegt sich einer. Was ist hier passiert? Nein! Kann ich irgendwas tun? Ah, ich drück doch schon A. Alter. Lad sofort den Revolver nach, Mann. Da kommt noch mal einer. Und auf Wiedersehen. Was Härteres, Mann. Was geht ab? Das wirst du bereuen, Alter.
So, noch jemand? Der hat sogar Flammenwerfer-Munition gehabt. Wie viele von denen existieren denn hier überhaupt? Wobei ich auch sagen muss, so kann es nicht weitergehen. Das sind da Unmengen Munition, die ich benötige. Gleich mal Medipack nachrüsten. Den Revolver nachladen. Ja, mehr bitte, mehr. Ich muss jedes Mal X drücken. Ne, ich muss gedrückt halten. Sehr gut. Der Elektroschocker was nutzt? Ich weiß es nicht. Ich möchte eigentlich gerne die Munition ein bisschen sparen. Auf der anderen Seite, für was brauche ich sie denn? Für was brauche ich sie sonst? Die Androiden losgelassen. Sie greifen bei Sichtkontakt an. Ich habe keine Ahnung, was zum Henker hier los ist. Die reagieren nicht nur auf unbefugtes Betreten. Es ist, als würden sie jagen. Ja, voll krass. Und alles. Was soll das heißen? Bereithalten. Bereithalten, toll. No entry. Die drehen quasi alle komplett durch. Na toll. Okay, wo geht's hier lang? Muss ich hier lang? Ja. Genau vor mir. Es scheinen aber Menschen zu sein. Ach ja, konnte ich bloß quasi was plündern, aber ich muss eigentlich unten weiter, denke ich mal. Gehe ich halt wieder back? Alter, nee, wo kommst du denn her? Oh, nice! Mit denen geht es ja voll. Gut, Alter. War ja die Pumpgun gar nicht. Voll gut mit dem Elektroschocker. Dankeschön. Kiwis, genial einfach. Mhm. Brutal tödlich, würde ich sagen. Pumpgun-Munition. Die lade ich doch gleich mal nach. Aber der Elektroschocker war jetzt richtig gut gegen die. Zum Glück habe ich mir da immer alles. Genau vor mir. Was ist nicht, dass du mich da allein gelassen hast? Wir schaffen das schon. Nein, nicht dahin. Kann ich den Raum aufheben? Nee. Leuchtfackel, hier treibt jemand mit uns Spielchen. Scheiße. Hm.
Waits. Ach was. Mir sind hier Sicherheitsgitter im Weg. Können Sie die öffnen? Waits. Ihr Sackgesichter, ihr Mörder! Lass was? Sie in Ruhe! Bleib zurück! Die sind beim Waits. Schweine! Es geht ab. Waits! Waits! Finden Sie eine Alternativroute, ja, spitze Mann. Das heißt, den Weg wieder zurück, ja. Haltet nach Bewegung Ausschau. Könnte überall sein. Und wo sprechen die denn? Oh. Oh, oh. Oh, du bist kein Android, oder? Ist das ein Android? Ne, ist ein Mensch, der hat sogar eine Waffe in der Hand. Natürlich muss er jetzt genau hier hochgehen. Immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Du bist doch nur betäubt, oder? Du bist nicht tot. Das haut echt gut hin mit dem. Okay. Ja, aber... Ach, hier geht's rein. Und da wimmelt es selbstverständlich vor. Die Gefahreneindämmungsstufe auf Sebastopol wurde kürzlich erhöht auf Omega. Bitte warten Sie auf weitere Anweisungen. Na toll. Ist jemand gesehen von euch? Er schaut hier immer noch runter. Er soll zur Leuchtfackel schicken. Wenn ich hier so eine... Was war das denn? Hä? Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Was stimmt nicht mit euch? Ernsthaft? Ah, nice, Speicherpunkt. Sammle ich noch schnell alles ein. Pumpgun-Munition ist auch nicht verkehrt. Gleich mal nachladen, das Ding. Revolver. So, was gibt es hier alles für mich? Sensoren. Die haben echt die Leute drin geschlafen, ey. Wie in China. Morden gemeinsam wahrscheinlich. Privat, Hilfe. Hey, sind Sie noch da? Warum zur Hölle sind wir nicht auf der Anisidora geblieben? Die haben mich im Labor drüben im Systech-Turm eingesperrt. Holen Sie mich verdammt nochmal raus. Aufzüge sind außer Betrieb und überall liegen Leichen rum. Ich bilde mir ein, dass ich es durch die Wände hören kann, Alter. Audio. Ich hoffe, Sie hören das, wenn Sie aufwachen. Ich weiß, dass es Sie mitgenommen hat, als das Teil aus Foster gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken. Und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt.
Ich habe sie davongezerrt, als ich den Blick in ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anesidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn sie wieder nüchtern sind. Alles klar. Naja, dass die hier was sabotiert haben, das wissen wir mittlerweile. Ah ja, Luhut. Jetzt könnte ich dann mal meine Rauchbomben und so einsetzen. Oder Rohrbomben. Was habe ich denn das gemacht? Nee, mit dir gehe ich nicht mit. Komm her, Junge. Ich warte auf dich. Da ist er schon, ne? Sie ja. Werden sich noch wehtun. Ja, stirb! Wahnsinn, was die aushalten. Was ist denn los mit denen, ey? Das Marshall-Büro, genau. Der mich wegsprengen wollte von der Raumstation. Vielleicht sollte ich nicht so laufen, so schnell. Hey, da schaue ich jetzt noch kurz hinter. Da gibt es was zu holen. Bindemittel, wow. Okay, hier geht's nach oben. Und hier geht's weiter. Hier gab's anscheinend wieder Tote. Erschossen. Hier geht's rein. Muss ich hier rein? Nein, eigentlich nicht, aber ich mach's. Gibt's bestimmt was Cooles, oder? Schacht. Die andere Richtung. Juhu, Leuchtfackeln. Omega, das heißt, die drehen jetzt komplett durch, die Androiden. So, wo komme ich denn jetzt hier raus? Aha, eine Bar. Kantine. Ah, und ein Computer. Was gibt's hier Neues? Was ist dein Plan? Hey Marge, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen. Alles klar, Gillen. Sicherheitsrisiko. Blight. Wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Ja, das kann sein. An alle Einwohner von Sevastopol. Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf Sevastopol. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte, Vorrats. Hortungen illegaler Handel werden nicht geduldet. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Naja, okay. Ordner fehlerhaft und ein Audio. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden
24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Ja, was das ausmacht, gell? Oh, 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 oh. Du lebst doch hundertprozentig noch. Was das ausmacht, kaum wenn einem die Vorräte ausgehen. Auf einmal ist jeder sich selbst der Nächste, ne? Ist eigentlich schon erschreckend, wie schnell sowas gehen kann. Wow, noch ein Computer. Und? Ah, was zum Speichern. Ich bin im Marshall-Büro. Das Audio? Neues Audio? Nee, ich ist ein verstehe, altes. Dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Also hier haben anscheinend die Androiden gewütet. Der Marlow ist auch nicht mehr da. Okay, dann würde ich sagen, ja, speichern wir hier und es geht weiter in der nächsten Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Bis dann.